Weiß die NASA, die wissen schon, was sie tun. Die haben jetzt eine Alien-Abteilung, das hatten die vorher nicht hier. Ja, Aliens gibt's ja, ne? Ja, die sind unter uns. Da wurden doch schon wieder Alien-Leichen gefunden. Geil. Ja, ob die echt sind, ist eine andere Sache. Ich glaube definitiv, dass Aliens existieren. Ja, das ist jetzt nicht wirklich eine Frage des Glaubens. Das ist... Du bist ehrlich gesagt der Grund, warum ich daran glaube. Weil du irgendwann einmal gesagt hast, irgendwie, keine Ahnung, wie können wir so arrogant sein, zu glauben, dass wir die einzigen Lebewesen im ganzen Universum sind. Ja, ist aber so, ey. Wir können auch nicht die einzigen Lebewesen, wir können auch nicht die einzigen. Da bescheuern. Ja, bei mir jede Zweifel irgendwie aus dem Weg geräumt. Ja, ja, ich habe den Daniel erleuchtet. Ich habe ihn auf den Pfad des Wahnsinns geführt, ja. Yeah. Ein Vater im Himmel ist stolz. Oh, was ist das? Oh Gott, was ist das? Boah. Was kannst du auch Erdbeben machen, so wie ich? Ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein. Kommt her. Nein, hier geblieben. So. Oh. Ach, Loraf ist wieder bei uns. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Mein Gott. Okay. Oh, Vögel. Ich kann die Vögel nie treffen. Ja. Schön freundlicher Kehlenschlitzer. Komm her. Ruhe. Schwert. Phase. Hey, Ring. Brustpanzer. Ihr solltet lieber kehrt machen und gehen, Freunde. Ich habe euch ja gewarnt. Alter, der nennt uns erst Freunde und dann geht er auf uns los. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ein Sprenger, pass auf! Ich muss es tun, los! Aua. Ich habe nicht gegen die Wand. Okay. Er hat irgendwie voll unprovoziert irgendwie angegriffen. Er hat die Theke kaputt geschlagen und ist dann auf uns losgegangen. Nein, ich habe verfehlt. Loa folgt euch nicht mehr. Kann er es wagen? Also. Geschlagen? Das ist ein seltsamer alter Mann. Was ist? Ich hab bezahlt, lasst mich in Ruhe. Wir sind nicht zum Geldeintreiben hier. Wir brauchen... Hä? Das kann nicht sein. Oder?
Ist das das Symbol der Horadrim? Ja. Wer sind die überhaupt, Daniel? Weiß ich nicht. Deckard Cain. Seid ihr es, alter Freund? Angeblich ist er ja kein Mitglied davon. Nein, Deckard ist nicht mehr. Ich bin Lorat. Wir brauchen eure Hilfe, um den Sandsturm im Norden zu passieren. Ein Sandsturm, was? Die anderen müssen. Dann verlassen wir uns auf einen betrunkenen alten Mann. Na, Daniel, der ist nicht betrunken, der ist seltsam. Nun, was kann ein Zauberer mir schon antun, was die Zauberer nicht schon getan hat? Was glaubst du, Loras war auch betrunken und lag bei den Schweinen. In der Nähe gibt es eine alte... Du weißt doch nicht mehr. Ja, ja. Ort, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Also sind wir nicht unbedingt die Gruppe, die selbst... Ja, weil sie nicht wählerisch sein sollte. Ja. Das ist wunderbar. Wie in alten Zeiten, was, Deckard? Deckard, du Arschloch. Ich hab Deckard gefressen. Der ist jetzt mein Golem. Das ist das Geheimnis, was in der Rüstung steckt. So. Okay. Ich will auch mal mit dem reden. Nee, nee, da ist wieder ein bisschen nach oben. Wieder ein Stückchen nach oben müssen wir gleich. Deswegen machen wir erstmal die andere Quest, ja, die auch noch auf dem Weg ist. Zentrale Erheber. Wow. Er hat einen goldenen Hammer. Ja. Rostige Sande. Der ist geflogen. Kein Tag. Türkenkreis. Ich muss warten. Hey, eine blasse Zunge. Müssen wir denn hier machen? Ach, die Kassette, genau. Um die VHS finden. Oh. Wie Seitwärtsschritt. Ja. Hm. Na, wollte schon sagen, wo bist du? In andere Richtung gegangen. Knochenknacker. Boah. Schon langsam keine mehr, schon lange keine Altäre mehr gefunden hier. In der guten Lilith. Oh, legendäre Stiefel. Na, guck mal, ob die dir passen. Die sind genau und gleich gut. Ich bin noch nicht bereit. Du musst halt auf die Effekte gucken, ne? Ja, die sind scheiße. Boah, was ist der denn doch? Leider, ich habe gerade irgendeinen Erfolg bekommen, der ist schon wieder sofort weg gewesen. Das ist ein Knochenkacker. Ja, da unten, sich ein Altar von Lilith. Kann man da hin? Gesehen. Da ist es. So,
da ist es anscheinend. Cool. Oh, was ist das hier? Ist das das für Jäger? Okay. Hatte ich ja gerade eine Waffe für dich gefunden. Meine. Hm. Ich bin immer noch Willenskraft, Mann. So. Erstmal mit ein bisschen Stärke. Schon hier? Ja, das ist ein Ereignis. Ich kann ja auch sammeln, indem ich die ramme. Ja, ich habe den Pott kaputt gemacht. Ja, die normalen Angriffe der Skelette, die irgendwie die Gegner einfrieren. Ich komme an Skelettmagiern. Ja. Die machen normale Angriffe. Und ich fährt ein? Ja, eigentlich nicht jedes Mal, aber die haben eine hohe Chance einzuführen. Ich bin noch nicht bereit. Wenn der Angriff trifft, kriege ich Essenz. Ich bin noch nicht bereit. Mehr Schurken. Ich werde mich dir annehmen. Ja, lange habe ich doch gar nicht eingesetzt, was? Boah, ich krieg den schwer nicht da, weil der erhöhtes Leben hat. Oh, war schon. Da kommt noch eine Welle. Oh, nichts legendäres. Oh, legendärer Kopfschutz. Nein. Ich will auch legendäres Zeug haben. Oh, der hat eine. Das ist derselbe Rem, den ich jetzt trage, nur der hat eine bessere Fähigkeit. Ich bin noch nicht bereit. Wo ist das? Ich
Ich lieg einfach durch die Gegend schleudern die ganze Zeit. Ja. Hm. Ich ramm die weg, du ziehst sie weg. Kamele. Ich bin noch nicht bereit. Meine Waffen müssen das Blut von mindestens jedes Lebewesen mindestens einmal hier trinken. So viel Blut in so einer kleinen Fliege drin ist, ey. Ich bin noch nicht bereit. Oh, guck mal. Truhe. Geld, yay. So. Wie endet die Karte da? Boah, ich ja schon wieder. Einfach weitergehen, ey. Die tun sie alle abhalten, habe ich so für die Gegner. Also weiß ich nicht genau, wo wir ja lang müssen. Ich muss warten. Nein, geht weg. Jetzt da lang, ich glaube ja. Ah, oh Gott. Muss mich heilen. Nein. Mal verpieselt euch. Alter. Schlängelt euch weg. So. Meine Güte. Einige Manieren, die Leute hier haben, ne? Ja. Ich muss warten. Nur zwei friedliebende Abenteuer. Ah, da seid ihr ja. Deckard ist mit eurer Freundin drinnen. Ups. Ich wollte das Grab nicht kaputt machen. Als wir eintraten, verfiel Andariel in Verzweiflung. Aber ihre Schreie sind jetzt nur noch ein Flüstern. Das ist heiliger Boden. Ihr Einfluss wird hier schwächer sein. Ja. Das kann ich hier nicht tun. Dann bin ich hier auch schwächer, Daniel. Nein, ich bin... Sind alle bereit? Ich bin es. Thaisa muss selbst entscheiden, ob sie sich uns anschließt. Ich bin bereit. Jeder Teil von mir will durch diese Blüten lassen. Aber vielleicht setzt er darauf, dass meine Rache mich zu ihm zurückführt, damit er beenden kann, was er begonnen hat. Es ist für alle sicherer, wenn ich zurückbleibe. Das ist keine Schande. Yay. Es ist eine weise Entscheidung. Wir bringen euch seinen Kopf. Verwandelt sich trotzdem. Hm. Ja. Hilfe mal wetten.
Lorav, wir wissen doch, wie das hier alles abläuft. So, du. Bist du auch bereit? Seid ihr es? Ich hoffe, ihr habt euch mit Heiltränken eingedeckt. Falls nicht, nehmt euch ein paar von meiner guten alten Isabella. Der Sturm wird auch noch schlimmer. Ich kann es riechen. Wenn er richtig loslegt, müssen wir einen Unterschlupf finden. Sonst bleiben von uns nur Knochen und Legenden übrig. Okay. Na gut. Oh. Guck mal her mit seinem Kamel. Ich will auch. Kannst du mich auch ziehen? Nein, er ist weg. Voll durch den Friedhof gebrettert. Ja. Wir haben bestimmt 2 Grabsteine mitgenommen. Was ist das denn? Ja, was sag ich mit den Dingern? Die haben wir auch noch gefunden hier. Kann ich schwören. Hier so Kreise am Boden. Hier diese Dinger. Nicht bereit. Ohne Truhe. Ich meine, von denen haben wir auch schon voll viele gefunden, ne? So Kreise und dann sind da irgendwie so Texte. Sind bestimmt auch noch wichtig, ne? Oder? Ja. Warum liegt denn da Geld? Ich bin noch nicht bereit. Geld. Okay. Warum habt ihr angehalten? Ich genieße nur den Moment. Na toll, der schnüffelt Sand. Ja, sie tut Knochen, der tut Sand. Spaltet er jetzt den Sandsturm, so wie Moses? Ah, der rennt. Sehr gut. Ja, wir nehmen Schaden. Ich mache ein Geräusch. Aua. Aua. Ah. Meine Skelette sind aber immun. Ich folge ihm einfach. Bei mir geht da kein geraden Weg irgendwie. Oh, dein, oh. Ah. Dann ist meiner Obst gegangen. Die Sonnenstürme haben wehgetan. Oh, das ist eine Truhe. Nur ein paar Tränke bitte. Danke. Okay. Hat gesehen, wie ich von den ganzen Sonnenstürmen hin und her geschubst wurde? Nur einmal getroffen. Okay. Oh, und nun ist noch eine Truhe. Ha, es ist wahr. Die Götter segnen unsere Reisefreunde. Ah, trinkt mit mir, Deckard. Ein Trinkspruch auf ein weiteres lebensbedrohliches Abenteuer. Nein, ich hatte genug. Bedient euch. Ach, solch eine Großzügigkeit lehne ich nicht ab. Ja, er scheint nachzulassen. Vorwärts! Warum hat der überhaupt ein KB bei sich, wenn er gar nicht darauf reitet? Warum zieht er die ganze Zeit nur? Ja, ich weiß es nicht. Okay, auf zum Sandsturm.
durch den Sandsturm. Jetzt wird die Karte auch hier aufgedeckt, endlich. Au. 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 Ich habe Sand in meinen Schuhen. Das finde ich zum Kotzen. Ah. Bist du was tot? Au. Mach eine Alter. Ein bisschen freundlicher sagen können. Okay. Der ist doch gestört. Ich guck mal hier. Nee, ist nix. Ich dachte vielleicht immer hier was. Nein, was, alter Mann? Der rennt ohne uns weiter. Was ist hier ohne uns? Ich bin noch hinter dem. Ach ja. Ich muss warten. Ja, da ist Lora. Ja. Also, ich wollte schon sagen, wir sind mir da gerade hinterher gesprungen. Ich muss, glaube ich, meine Ramme und so, mit der ich aufholen kann. Warum laufen wir denn hier voll im Kreis? Der Typ hat doch keine Ahnung, wo er hinläuft. Ja, du musst ja bedenken, der hat seine Pfeife vergessen. Ich glaube, du sollst dich mal heilen. Ja. Nein! Oh Gott. Du weißt, dass wir ja die ganze Zeit Schaden nehmen, oder? Ja. Geil trinken. Dann weiß ich auch nicht, warum du tot warst. Ups. Der Sturm ist doch nicht fertig mit uns. Hier entlang. Lauf weiter, alter Mann. Ich muss warten. Ah! Wir haben schon mal eingelaufen. Pass auf. Ups. Boah. Da ist eine Truhe. Immer noch am Leben. Ja. Au. Au. Scheint, als hätte der Wind nachgelassen. Irgendwie nicht. Mach ihn, alter Mann. Ich hab den Sand schon in den Unterhosen, ey. Bin nur ich. Muss nicht angreifen.
Das war's, hä? Das war nicht halb so gefährlich, wie die anderen behauptet haben. Ja, scheiße. Okay. Mit Schiff. Seht euch das an. Kaum zu glauben, dass ein derart faszinierender Ort jenseits des Sturms lag. Vielleicht ein Relikt aus den Tagen des alten Kejistan. Verschollen, bis Elias es an sich nahm. Dann muss es wohl einige Schätze bergen, wie? Mischief. Gib mir halt Kamel. Du weißt doch ganz eindeutig nicht, wie man das benutzt. Ja. Ihr werdet in euren alten Tagen ängstlich, mein Freund. Aber keine Sorge, ich bleibe hier. Ich will auch hier bleiben. Ich will auch hier bleiben. Ganz doll ich. Hat sie in seinen Kreis der Gesang. Daniel, ich will hier bleiben. Der Kerl da in der. Dann bleib hier. Niemals, was uns bevorsteht. Durch Meister Elias Hand kam Lilith nach Sanctuarium. Und seine Hand wird ein geringes. Ihr da, wartet! Aber jetzt. Euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Wir haben es durch den Sturm. Komisch, ich dich auch nicht. Durch die Gnade der Mutter. Die Lampe dreht bei mir voll durch. Ja. Ihr kommt zu einer günstigen Zeit. Lilith hat uns kürzlich mit ihrer Anwesenheit beehrt. Sie war hier? Oh, Alter, die war überall, wo wir schon waren, irgendwie vorher. Wir sind die ganze Zeit nur am Verfolgen. Ey. Durch das verborgene Auge einen Blick auf sie erhaschen. Wenn ihr euch als würdig erachtet, geht hinein und stellt euch ihm vor. Wer ist er? Hinter dem Schleier. Wir haben eine Terrasse. Ist im Besitz des verborgenen Auges. Es ist uralte Magie. Er kann damit alles sehen, selbst über die Zeit hinweg. Unsere Schauer ist gewachsen. Haltet euch aufrecht, da! Champions von Lilith! Ihr werdet nie wieder. Oh mein Gott, ihr seid hier für ein Höllengesau. Da gibt es aber bestimmt hier irgendwo ein Altar, wenn das hier von Lilith ist, ne? Ich bin noch nicht bereit. Niemals. Draußen. Segnet mich mit eurer Macht. Und was auch immer ihr von mir verlangt, wird getan. Wie vor frei. Ich hau alles so bei. Sehr angenehmer Ort hier. Wenn er nur Dämonen irgendwie alles schworen. Steck mal die Truhe hier ein. Habt ihr nichts ergeben, oder Leute? Alles klar, macht weiter mit was auch immer ihr macht. Die Musik rastet aus. Ja. Bei mir gerade schon übelste epische Trommeln. Okay. Naja, jetzt bei mir auch. Auf das Meister Elias euch richten möge. Doch zeigt weder Furcht noch Zaudern. War schon direkt dahinter, kann man ja platt machen. Das werden wir nicht. Wir gehen mit guten Absichten da rein. Zwinker, Zwinker. Gebenedeite Mutter, ich werde euch nicht erneut enttäuschen.
wusste, ihr würdet kommen, Lord. Ihr habt uns mit dem verborgenen Auge ausspioniert, nicht wahr? Ihr glaubt, ich würde solche Magie an euch verschwenden. Ihr seid immer noch genauso engstirnig wie an dem Tag, als ich euch verließ. Ich werde euch von eurem Leid erlösen. Ein paar? Alter Mann. Ach, Schüler, du Klon. Hättet ihr in eurer kleinen Hütte bleiben sollen. Okay. Dann nimmt, drauf. Ja, irgendwie nimmt er zu viel Schaden gerade. Ich glaube, der verwandelt sich, oder? Oh ja. Stimmt. Es ist vorbei. Wir sollten das verborgene Auge finden, solange uns noch Zeit bleibt. Der vorbei ist. Fanatikern überlassen. Halt. Ich sehe etwas. Der Kleine sieht was. Lass ich mal ganz kurz ein bisschen näher dran gehen. Ich will schnüffeln. Stefan hat ein bisschen Blut. Cutscene. Schon wieder unnötige Gewalt, ey. Meine Fresse. Lass mich raten, Lille tut jemanden irgendwie einen Deal machen. Ja, das sieht nach einem Deal aus. Zerstörung Sanctuarius steht bevor. Und ihr zweifelt noch. Nur Fanatiker und Narren leben ohne Zweifel, Mutter. Wenn wir gerettet werden, dann durch eure Hand. Ich bin zu eurer Ermächtigung hier. Nicht zur Rettung. In meinem Schatten werden die Starren der Macht der Hölle trotzen. Die Schwachen sind auf sich gestellt. Andariel lebt. Die Horadrim sterben. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Ich hatte eine weitere Vision. Wir haben Dinge gesehen. Lilith glaubt, die großen Übel werden Sanctuario zerstören und befähigt Menschen, sich gegen sie zu stellen. Deshalb versammeln sie und Elias Anhänger. Sie bauen eine verdammte Armee auf. Ja, Lorat. Die Herrscher der Hölle bedrohen unsere Existenz. Ja, da ist er ja wieder. Boah. Oh, da kommt ein anderer noch. Ich rufe auch mal Verstärkung. Ich muss warten. Ich schub's mal weg. Hey. Oh, der ist schon mal down. Auch schon wieder. Ja. Ja, das ist noch chillig. Ja, irgendwie schon. Auch nur ein Mensch. Ja,
Das ist alles, was du schon drauf hast. Ich muss warten. Boah. Weiter so gegen ihn anrennen. Er wird uns zermürben. Wir müssen entkommen, aber nicht ohne das verborgene Auge. Wenn wir es an uns nehmen könnten, würde er zumindest etwas an Macht einbüßen. Ich will aber nicht schon das Ende des Spiels sehen. Wenn wir mit dem Auge in die Zukunft schauen können. Damit können wir 3 Schritte voraussehen. In den Bergen. Oh, Tagebuch. Ich habe ein Dorf gesehen. Wo? Die Leute dort, frierend und hungrig, beteten nicht an, dass ihnen keine Wärme spendete. Aber in ihrer Gegenwart. Ist er noch was zu suchen oder was? Feuer in ihren Herzen entfacht. Müssen das Auge finden. Sie sollten nie. Na, ich meine, ja, auf dem Rückweg oder so. Erfrieren. Glaub nicht, ne. Ich bin noch nicht bereit. Gut. In den Garten. Dusch. Das Feuer, das immer in uns brennt. Das immer in uns brennt. Ja, mach ich auch noch. Danach nicht mehr so. Ja. Bis zum Horizont, immer weiter nicht stehen. Oh. Oh, der eine hat ein Lichtschwert. So, 2. Obomon. Ja, genau. Beowulfmon. Ich muss warten. Er hat die Stimme von Trunks. Ne, der Bruder. Ich bin gerade am überlegen. Ich weiß noch, wie der. Ich weiß. Ich glaube nicht, dass der Trunks war. Jedenfalls nicht, wenn wir von demselben Charakter jetzt. Der Bruder von einem der Hauptcharakter. Dieser ja, Blauer. Okay, der Bruder ja, aber nicht der mit dem Lichtschwert. Ne, ne, der nicht. Weil der Bruder, der hatte in seiner verwandelten Form die Stimme von Trunks. So wie Turk, so wie Zuko, so wie ja. General Hux, General Hux, so wie Howard von so Big wie. Bang Theory, ja, mit Yogi, so wie Francis von Malcolm in the Middle. Ich muss ich kenne sie alle. Die Tür kann man auch gut machen. Vielleicht bei der anderen Seite nur. Die Hallen des Meisters. Ich spüre Liliths Blut in euch, Wanderer. Ich habe das Gefühl. Ich bin reingegangen. Ja, ich habe die Tür von der anderen Seite aufgemacht. Ja, er schon wieder. Ich habe das Gefühl, du willst jetzt einfach nicht lernen, alter Mann. Ich bin noch nicht bereit. Ah, schon wieder so einer. Oh Gott, der hat noch größeres gerufen. Er ist ein gefallener Oradrin. Ah ne, so heißt der Elias, scheiße. Ja, der ist glaube ich der gleiche Viech. Also wieder Champion von Lilith. Vielleicht betäubt. Jawohl. Stabil. Immer drauf, immer drauf, immer drauf. Der Champion ist gefallen. Lange Leben der Wege. Na schon ein neuer. Nein! Oh nein, wir müssen die kleinen Fischer töten, Daniel. Ja, ja.
deswegen hat er überlebt, als er ihn, erstochen hat in der anderen Cutscene. Er ist einfach respawned. Ich komme einfach zurückgerannt. Stinkende Gestank, der stinkt! Die Sache stinkt! Wo hat er diese Macht gefunden? Ah, von Lille, verglaubst du, wo der die gefunden hat? Bisschen, ey! Tagebuch! Die Verbindung der Mutter! Daniel rastet aus wie so ein Hündchen, um nicht zu sagen, da ist was! Hast du es? Hast du es? Hast du es? Hast du es? Ja, da habe ich dir ganz erzählt. Ich habe heute an der Ampel, da habe ich, da war so einer mit einer Cappy. Ich dachte mir, was ist das? Ist das eine Pikachu-Cappy, weil der so offen können? Ja, ja. Pikachu, oh, ne, das war Nachtara. Ah, cool. Und der hat Händchen gehalten mit einem anderen Mann. Cool. Noch cooler. Ganz schwul. Nee. Ist das nicht illegal? Die waren wahrscheinlich ganz dicke. Möchten sie sich aus den Augen verlieren, halt, ne? Nur gute Freunde. Ja. Wollen sie sich aus den Augen verlieren? Selbst alle Schwulen müssen eine Nachtara-Cappy tragen. Emblem der Kathedrale. Ich weiß nicht, wer sie ist. Eine legendäre Waffe, ich würde nicht ablegen. Musst du deine, die schlechter. So, oh, das sieht nach Endkampf aus. Und euer Gastgeber für heute, Elias. Ja, da ist er ja wieder. Es ist zu spät, das zu beenden, was Lilith begonnen hat. Au, au, au. Da ist er da Pfeil über seinen Lebensbalken. Duff, duff, duff. Ah. Oh nein, er ist schon wieder unverwundbar. Ich bin noch nicht bereit. Also wieder so. Was ist denn der Sinn davon, wenn er sowieso nichts macht? Also nicht, vielleicht heilt er sich in der Zeit oder so. Wo bleibt denn der Champion? Ja. Bin ausgegangen. Ultimate! Landmine, Landmine, Landmine! Ich hab den Lore ab. Was machen die? Aber jetzt? Ja, dann beten oder so. Okay, der ist am Angreifen, wenn der drin ist. Ah. Oh, explodierende! Ja, wo? Die sind schon explodiert, so. Immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Let's go, you my final form. Ah, oh, warte. Ich hab grad den Engel-Emote gemacht. Ich bin noch nicht bereit.
schon wieder immun. Wo kommt der? Ich muss warten. Ups. Ach. Hey, weg, ihr Viecher. Nein, die wollte ich nicht. So, komm her, ein Stück. Nein! Ich habe mal meine Geister gerufen. Ja, Geisterparty! Das ist aber der letzte Kampf sein, oder? Ja, nehme ich an, ne? Er ist auch Selbstmörder! Ich hab die alle zusammengezogen. Jawohl. Jawohl. Er ist tot. Und steckt das Auge ein, bevor er wiederkommt. Hier ist es. Das verborgene Auge. Verborgene Auge. Weit weg von diesem Ort zu bringen. In meinen Aber Arsch. Wir uns beeilen, bevor der Daniel, du hast einen tieferen. Steck dir das in den Arsch. Da will nicht mal Lille finden. Yay. Ich muss warten. Warte mal hier noch. Die Mutter setzte Tagebuch. Sich ins Feuer und öffnete meinen Geist für geheimes Wissen. Sie lehrte mich die wahren Namen aller Dämonen, mit denen man sie beherrschen kann. Einst waren wir die Lämmer und Dämonen, die Wölfe aller Dämonen. Aber das ist vorbei. Ich hab dich mit ihm ans Lagerfeuer gesetzt. werden zu Wölfen werden. Okay. Okay. Ich will kein Wolf werden. Ich war schon mal ein. Yay. Hinter dem Schleier. Boom. Oh, Glyphensockel. Setzt Glyphen im Paragon-Sockel ein und andere Quellen ab Weltstufe 3. Glyphen haltet ihr von Monstern und anderen Quellen ab Weltstufe 3. Ah. Ja, ich bin Albtraumstufe. Aber warum wurde mir das jetzt gesagt? Weiß ich nicht. Ich habe nichts gehört. Ich habe gerade einen Punkt ausgegeben, also. Ah. Aber ich weiß jetzt nicht. Warum? Keine Ahnung.